zusammen da sind zurück bei Star Wars Outlaws und ich weiß immer noch nicht, wie wir am besten laufen. Welchen Weg wir am besten wählen. Komme ich da rüber? Einen nach unten. Und dann gibt es da mehrere Möglichkeiten. Es gibt einen hier oben lang, der recht kurz aussieht, weil da hinten müssen wir hin und da steht auch nur ein Sturmtruppler. Bis dahin zu kommen ist nicht ganz so leicht, habe ich festgestellt. Habe ich schon geschafft, bin aber an dem Sturmtruppler gescheitert. Denn der dreht sich genau dann um, wenn man es nicht braucht. Und dreht sich dann nicht mehr zurück. Dieser Sprung klappt auch nicht jedes Mal so, wie er soll. Es gibt nichts Schlimmeres als Truppentransporter. Hier muss man aufpassen, dass man das richtige Timing hat, sonst fliegt man halt genau gegen so ein Ding da. So, und jetzt dreht er sich nämlich. Jetzt dreht er sich hier nämlich um und ich habe es noch nicht gemerkt, dass er sich irgendwann wieder zurückdreht. Er guckt zwar ab und zu mal nach unten. Aber das war's dann auch. Keine Probleme hier. Ja, dann dreh dich bitte wieder um und geh zurück. Das Problem, da ist eine Kamera da unten. Da steht jemand an einem, hier an so einem Alarmding. Unten laufen sie auch ständig, Patrouille. Und irgendwie scheint er sich halt nicht irgendwie mal wegzubewegen mehr. Dreht sich nie weg. Bitte dreh dich weg. Bitte dreh dich doch weg. Alles klar. Er sagt aber nur alles klar oder so. Und dann denkt man, oh ja, jetzt wird er sich gleich wegdrehen. Aber nein, macht er nicht. Wie kriegt man das jetzt hin, dass der weggeht? Jetzt keine Granate. Wenn ich den Kleinen schicke, glaube ich, das wird auch nichts. Zum Angriff nix. Und unten bleiben. Hat doch geklappt. Ich hatte es schon ein paar Mal versucht und da hat es nicht geklappt. Das auch nie beim Ernst der Datentresor. Also gut, löschen wir ein paar Schulden. Ach,
Ach schon. Ach, wer soll denn aus diesen Dateien schlau werden? Wer bist du denn? Das ist nicht mitbekommen. Wow. Ja? Nein, du bist ein Eindringling. Und wenn du nicht willst, dass ich den Alarm auslöse, bringst du mich hier raus. Und wer genau bist du? Buzznock. Torbens Buchhalter. Schicker Titel für einen Gefangenen, ne? Ich dachte, Gefangene sind meistens in Zellen oder so. Sie nennen es kreative Bestrafung. Kommt davon, wenn man zu clever ist. Die Schmiergelder und Mauscheleien des Gouverneurs laufen allesamt über mich. Kay, wir müssen uns beeilen. Entscheide einfach, wem wir das anhängen. Eine Hand wäscht die andere. Lass ein paar Akten verschwinden und ich hol dich hier raus. Daten löschen? Kein Problem. Was darf's sein? Also gut, lösch alle Schulden der Pikes, die du findest. Da will wohl jemand, dass Gorak Schwierigkeiten kriegt, was? Mutig? Sicher. Dumm? Vielleicht. Ich lösche alles und wir treffen uns in meiner Fluchthilfe. Deine Fluchthilfe? Ich hatte viel Zeit, um das zu planen, Eindringling. Du kannst sie von der Konsole hinter dir starten. Also, Buzznock, wie mache ich das? Ruf den Frachtaufzug. Ne, dann ist er doch. Gut gemacht, Eindringling. Er bewegt sich. Toll. Ich heiße übrigens Kay. Ja, wie auch immer. So, der Frachtaufzug ist da. Also, unsere Fluchthilfe muss rum. Kann mal jemand helfen? Da ist ein Schalter am Heck. Der sollte ihr einen Energiestoß verpassen. Das abgeschossen wurde. Ich musste 2 Wochen in einer Rettungskapsel aushaben, bevor ich gerettet wurde. Unsere Einheit kriegt immer die schlimmsten Einsätze ab. Und mit dem schneller runter hat jetzt nicht so funktioniert, wie es sollte. Eindringling! Kein Verstecken mehr! Ich fordere Verstärkung! Feuer! Zeig das! Oh oh. Oh, hoffentlich haben wir einen ordentlichen Speicherpunkt. Wir müssen weiterhin schleichen. Na klar, wir wollen ja nicht gesucht werden. Oh, jetzt steht also, er wieder da. Wie kommt das? Unsere Fluchthilfe muss rum. Kann mal jemand helfen? Da ist ein Schalter am Heck. Der sollte ihr einen Energiestoß verpassen. Jawohl. Mache Meldung, wenn... Wer würde es mal darauf achten? Das ist sehr doof. Schon wieder wacht die. Also mit dem Runterrutschen funktioniert nicht so, wie ich will. Dann war das halt so. Und riskieren einen gebrochenen Knöchel. Mal aufpassen. Achtet darauf, dass eure Blaster blitzblank sind, wenn die Offiziere kommen. Oh gut, ja, jetzt müssen wir natürlich welche langkommen. Patrouille hier, alles sauber. Dreht euch bitte wieder um.
Status. Ende. So, und jetzt? Ja, folge mir. Ich führe uns hier raus. Schaltest du jetzt die Energiebarriere aus, oder was? Ich dachte, du hattest das alles geplant. Hatte ich auch. Und laut Plan schaltest du die Energiebarriere aus. Na, super, vielen Dank. Einer von Rundenkartei hat mich neulich angegriffen. Den Fehler begeht er nicht nochmal. Nix, da drüben. Guter Junge. Kann man die jetzt ausschalten? Bevor ich hierher gekommen bin, war ich auf der Tag ins Wille. Am Tag vor ihrem Absturz wurde ich versetzt. Können Sie sich mal bitte umdrehen da hinten? Schön. Patrouille, bitte Mail. Ende. Das ist nur ein Alarmknopf, nicht die Energiebarriere, denke ich mal. Ich habe mal einen Piloten getroffen, der bei der großen... Beim letzten Mal konnten wir ja nichts irgendwo durchschicken, aber da hinten ist das okay. Man da jetzt hin. Hey, komm zurück! Die Imperiale glaubt es nicht! Was? Ich habe die Bahnbrecher abgeriegelt, aber sie versuchen, die Türen aufzustemmen. Schnell! Ich komm ja schon. Kommen heute noch mehr Pike-Besucher hier durch? Ja, warum lassen wir solchen Abschaum überhaupt hier rein? Wenn der Anblick der Größe unserer Operation... Fertig. Ja, los geht's. Gouverneur Torben weiß schon, was er tut. Nein, nicht fertig. Noch nicht so ganz. Komm, geh auf Tür. Die Tür ist zu. Du musst sie aufmachen. Ja, schon klar, Boss Nock. Keine Vorkommnisse. Ich melde mich. Aber wo? Mach die mal auf. Okay. Boah, sehr. Würde es nicht schneller gehen, wenn ich dich trage? Was? Ich hasse auch mein Zeug nicht hier. Sag mal her, die andere Tür ist nicht aufgegangen. Hast du den richtigen Knopf gedrückt? Ich muss hier improvisieren, Boss Nock. Warte. Gut, ich hab's. Knopf, was hast du denn da gemacht? Ich falle. Keine Ahnung, ich hab nur einen Knopf gedrückt. Such nach mir, Eindringling. Du musst hier runterkommen. Ja, toll. Also, wie bist du denn hier gelandet? Ein Inbewohner in Flomo hat mich beim Kartenzählen bei Sabak erwischt. Hey, Eindringling, da kommt jemand. Boss Nock, bist du da? Oh oh. Ich habe gefragt, was du hier machst. Und genau wegen sowas wirst du nie befördert. Du kannst es einfach nicht lassen, deine Nase in andere Leute Angelegenheiten. Wo ist denn der hin? Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Da. Das wüsstest du wohl gern. Solche Fragen können einem das Leben verkürzen. Soll das eine Drohung sein? Ich sage nur, dass es keine Schande wäre, wenn dich jemand umlegen würde.
hat nicht so gut geklappt, wie es sollte. Wieder Alarm ausgelöst. Ich frage mich gerade, ob mir diese Dinge. Ich weiß nicht, wie ich darüber komme, ne? Ich frage mich gerade, ob mir diese Dinger da helfen können. Hier irgendwie. Da ist ja eine Barriere. Der ist jetzt einfach weiter und wir hängen hier jetzt noch rum. Also so ein Ärger. Ja. Ach doch, da. Vielleicht. Das ist kein Weg zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das ohne andere Schießerei hätten vermeiden können, also ob das so geklappt hätte. Ja, klar, reibungslos. Was denn? Nix, schnapp dir das. Hat das geklappt? Ich weiß nicht, ob ich den mag. Scanne Inhalt nach Lieferung. Fracht nicht erkannt. Autorisierung der Mangelkontrollen erforderlich. Anscheinend musst du die Frachtautorisierung überschreiben. Verstanden. Wo ist die Steuerbucht des Hangars? Voraus. Das nehmen wir noch mit. Hoch. Aber jetzt dürfen wir wenigstens schießen. Wird nicht gleich sofort so ein Mega-Alarm ausgelöst. Bei so vielen Trupplern kommen wir nicht durch den Hangar. Vielleicht können wir sie rauslocken. Ja, ich weiß immer noch nicht, ehrlich gesagt, wie das hier...
alles klar. Gut, eine... Die Sturmtruppler da unten ziehen ab. Das ist die Gelegenheit, Nex. Kehren wir zurück aufs Schiff. Ja, aber wie? Und da sind wir gekommen. Also hier lang. Ist noch irgendwas? Lassen wir jetzt mal sein. Keine Zeit. Alles klar, Nex? Wird schon schief gehen, Kumpel. Da runter. Das ist was Feines, Nex. Wie ist das jetzt? Ist nicht immer hin. Hallo! Wacker! Fahr die Laderasse runter! Lass uns rein! Uns? Wer ist uns? Lass einfach die Rampe runter! Das macht man nicht! Sie rennt! Ich repariere das! Wenn du das hier überleben willst, dann mach das Ding auf! Ich kann nichts dafür! Sie ist einfach noch nicht bereit! Dann sorg dafür! Ich will doch nur in dieses Schiff einsteigen. Hier draußen sind eine Menge Truppen. Schon kapiert, aber der Bahnbrecher darf nichts passieren. Nein! Und das nur, weil der die blöde Laderampe nicht aufkriegt. Wo war denn der letzte Safe Point? Hier. Wenn du das hier überleben willst, dann mach das Ding auf! Nichts dafür! Sie ist einfach noch nicht bereit! Dann sorg dafür! Hier draußen sind eine Menge Truppen! Schon kapiert, aber der Bahnbrecher darf nichts passieren! Feuer! An alle Truppen, ein Eindringling befindet sich in der Station. Hier von hinten kommen, ne? Rampe ist unten! Bring die Fahrt an Bord! Alles gebracht! Hätte ich jetzt noch was machen sollen? Oder ist die Fracht an Bord? Nein, nein, nein! Das war unser Ausgang! Dann sorgen wir für einen neuen. Nee, das ist weg. Ich glaube, das haben wir irgendwie verladen automatisch. Haltet euch gut fest! Aktivier die Booster und bring uns hier raus! Dann sind wir auch noch gesucht. Die sperren uns ein, Kay! Wir schaffen das! Wir sind draußen! Alles gut! Nichts ist gut! Da kleben Tees an uns! Oh, wir müssen von dieser Station weg! Flieg wieder ins Trümmerfeld! Da hängen wir die Tees ab! Ich hab den nicht verlassen, den Bereich! Hallo! Nein! Sie sind auch
aufpassen, dass ich nicht gegen irgendwelche Trümmer fliege. Siehst du das imperiale Funkgelenk? Da müssen wir hin. Wir löschen die Daten und dann vergessen die Imps, dass es uns gibt. Klar, verstehe. Aber vorher muss ich diese Tees ausschalten. Wow. Alles gut? Wir sind sicher. Jetzt zurück nach Mirogana. Schnell. Mann, wie aufregend. Vor allem muss ich erstmal noch mit der Schiffssteuerung klarkommen. Aber es ist ja cool, dass man hier so einen Verfolgermodus hat. Das macht es dann natürlich einfacher. Also, tritt der Typ unserer Crew bei, oder? Wir sind keine Crew. Und nein, tut er nicht. Lass uns mal landen. War ja mal eine Mission. Gar nicht so einfach. Allein das Reinschleichen. Was uns jetzt hier erwartet und wie es weitergeht, schauen wir uns aber erst beim nächsten Mal. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.